Hallo, ich habe euch vor längerer Zeit versprochen, mein Rook-Update zu machen und jetzt ist es soweit. Jetzt ist ein bisschen was vergangen an Zeit und ja. Rook habe ich gerade geputzt, ist deswegen ein bisschen rot, ich fasse es lieber nicht an. Und ja, wie es mir jetzt in der Zeit ging am Anfang, war ich ja sehr begeistert, dass das alles so schnell verheilt ist, also verheilt, also abgeheilt. Und ja, jetzt ist es halt so, dass es ist halt doch die dickste Knorpelstelle am Ohr, wo das Piercing durch kann. Und da ist dann auch nochmal, dass die Verheilung nochmal länger dauert. Und ja, ich wurde vorgewarnt und es ist auch tatsächlich so, dass es ein bisschen länger dauert. Aber es ist jetzt nichts, was mich irgendwie beeinträchtigt beim Schlafen oder bei sonst irgendwelchen Tätigkeiten. Es ist halt da. Wenn ich mein Ohr so ein bisschen knick hier vorne, dann merkt man es schon sehr, aber ansonsten gar nicht. Und beim Haare föhnen oder Haare kämmen stört mich das auch gar nicht. Und allgemein, bis auf das Putzen, man muss es halt doch oft putzen, weil das immer wieder verkrustet ist, weil da diese Wundsekret rauskommt und man muss es auch putzen, dass da Luft hingeht, sonst verzögert sich die Heilung noch mal viel länger. Man sollte auch nicht dran rumspielen. Wenn ich halt irgendwo bin, spiele ich ein bisschen dran rum, dann bereue ich es gleich wieder, dann ist es rot, brennt. Sollte man halt echt vermeiden, vor allem mit dreckigen Fingern. Und ich reinige es halt auch immer morgens und abends mit Pronto Lint. Zwar jetzt nicht super regelmäßig, weil ja, die ganzen Morgen- und Abendroutinen kennt ihr ja bestimmt. Das ist auch eine Ewigkeit, bis man da mal ins Bett kommt. Und da lasse ich das auch gerne mal aus. Aber so, wenn ich halt, wenn mir das einfällt, dann mache ich es auf jeden Fall. Und ja, sollte man wirklich machen. Ich bin einmal mal auf dem Tollwut gewesen und dann hat mich auch, weil es halt noch so rot war, ein Piercer angesprochen, wie lange ich das denn schon habe. Und ja, er hat halt gesagt, das kann noch dauern. Also bis zu einem Jahr, bis es mal wirklich verheilt ist. Und ja, man soll sich da jetzt nicht irgendwie ja, runterziehen damit, weil irgendwann heilt jedes Piercing ab. Mein Tragus, das ist noch immer nicht ganz abgeheilt und ich habe das jetzt schon seit Dezember, das sind 9 Monate. Aber naja, da muss man durch. Ich habe beim Helix meinen Beweis, dass das wirklich nach circa einem Jahr abheilen kann und dann auch wirklich abgeheilt ist und man gar keine Probleme mehr damit hat. Und deswegen bin ich ganz optimistisch. Jetzt habe ich schon so viel geredet. Ja, und sonst kann ich jetzt nicht sagen, dass es schmerzt. Also im passiven Zustand merkt man das gar nicht. Also wenn, dann muss man schon wirklich das anfassen und da ja irgendwie irgendeine Ursache dafür haben, warum es dann brennt, wehtut oder ja. Aber bluten tut es gar nicht und so merke ich es auch eigentlich nie. Ja, ich bin sehr zufrieden und eigentlich wüsste ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Also ich habe es damals empfohlen, ich würde es noch immer empfehlen. Ich finde es total schön. Ja, man schaut auf jeden Fall hin. Ich konnte euch hoffentlich irgendwie helfen. Und ja, falls ihr euch in Zukunft das Piercing stechen lässt, ich halte euch nicht davon ab. Es ist wirklich toll. Also macht es ruhig und ja, ihr könnt mir dann gerne mal Fragen stellen, falls es bei euch ein paar Komplikationen gibt. Die es jetzt bei mir nicht gab. Vielleicht kann ich euch trotzdem weiterhelfen oder ihr ein paar Fragen habt, wie es allgemein war. Und ja, ich stehe gerne zur Verfügung. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!